Die Wahl des Kinderbischofs ist keine neue Idee des Magdala-Kirchspiels, sondern geht auf eine alte Tradition zurück, die von Bischof Nikolaus von Myra stammt. Er wirkte im 4. Jahrhundert und gilt als Schutzpatron der Kinder. Seit 11 Jahren wurde die alte Tradition am Nikolaustag in Ottstedt wieder aufgenommen. In diesem Jahr war auch Ilse Junkermann zu Gast, Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Sie verabschiedete die letzten Kinderbischöfe. Die Neuen können wie ihre Vorgänger ein Jahr lang in der Kommune und Kirchgemeinde mitbestimmen und sind ein Sprachrohr für die Kinder. Ein Kinderbischof, der hat die Interessen der Kinder zu vertreten. Das heißt, die Kinder können sich an die Kinderbischöfe wenden, wenn sie ihre Sorgen haben, wenn sie Probleme haben, wenn Dinge sich verändern sollen. Die Kinder können dann mit diesen Anliegen zum Bürgermeister, zum Stadtrat gehen oder auch zum Pfarrer, zum Gemeindekirchenrat und kann versuchen dann, dass die Kinder die Interessen ihrer Altersgenossen durchsetzen. Die Kandidaten werden bei der Nikolausandacht am 6. Dezember vorgeschlagen. Die anwesenden Kinder können ihre Favoriten wählen, indem sie ihm ihre Murmeln ins Glas werfen. Die Kinder mit den meisten Murmeln sind dann für ein Jahr lang Kinderbischof in ihrer Gemeinde. In diesem Jahr sind dies Magdalena Krautwurst, Arnold Zellmer und Lara Eckerts. Und gleich konnten sie sich in ihren neuen Gewändern üben. Dem Pfarrer ist es wichtig, dass die Kinder bei Entscheidungen, die sie betreffen, selbst mitbestimmen können. Themen sind zum Beispiel ein neuer Spielplatz im Ort oder ein Zebrastreifen vor ihrer Schule. Für den Posten müssen sie aber auch bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Also er soll ansprechbar sein für die anderen, ehrlich, soll auch bemüht sein, dass er die Interessen der Kinder vertritt, soll sich um die Sorgen, die Nöte der Kinder kümmern, ja, und soll einfach ein guter Interessenvertreter sein. Die Ottstädter werben dafür, dass die Wahl der Kinderbischöfe auch in anderen Gemeinden eingeführt wird. Schließlich vertreten sie nicht nur die Interessen der Kinder, sondern lernen auch eigene Wünsche zu artikulieren und Verantwortung für andere zu übernehmen.